Geh mit der Angel weg, geh nach hinten mit der Angel. Ja. Yeah! Nun hat einen richtig schönen fetten Dorsch gefangen. Ein wirklich schöner Sommer 23 hier in Westnorwegen. Wenig Regen und milde Sommertage. Da habe ich mein Tretkajak mal richtig ausprobiert und stellte fest, dass man problemlos auch längere Touren mit Schlauchboot im Schlepptau machen kann. Und das auch gegen den Wind. Aber weit kam ich selten, weil meiner Tochter schon meist nach ein paar Metern was in der Angel hing. Was haben wir? Richtig hochziehen. Nö. Ich habe die Bremse vielleicht ein bisschen zu leicht eingestellt. Ich dachte eigentlich, jetzt ist sie ziemlich stark eingestellt. Den Stern musst du da an der Kurbel musst du ein bisschen weiter nach vorne drehen. Das ist die Bremse. Baitcaster sind für uns noch ein bisschen ungewohnt, aber vom Boot und vertikal machen sie durchaus Sinn. Dann kommen wir mit der Rute auf die Seite, wenn es geht. Jetzt ziehen wir noch. Zieh hier. Oh ne, so klein ist er gar nicht. Ja, schön. Ich drehe mich. Der hat gut 3 Kilo, hm? Kannst du ihn selber wieder freimachen? Würde ich lieber freilassen wollen. Für den Lür. Weißt du, dann müssen wir mit der halt schlecht oder so, mit der schon. Ah, hier ist er, Mann. Schöner Lür. Pollack, wie man auf Deutsch auch sagen würde. Und den lassen wir jetzt schön frei. Hängst du da was an? Ich weiß, ich hab keinen. Doch, das ist ein ja, Fisch. Cool. Die Luna hat schon wieder einen Fisch. Erst ziehen und dann nachgucken. Nee, der ist gut. Oh, das ist doch der Tiet. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er ein Halbert ist. Nee, ein Halbert ist es nicht, aber ein schöner Dorsch ist wieder. Ein Dorsch? Eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass wir hier beim Driftfischen mal einen Halbert fangen. Ja, gut machst du das. Cool, die Luna hat immer ein Glück. Nicht immer, aber fast immer. Ich will nicht so nah am Boot gehen. Ja, lass dir ruhig Zeit, der hängt ja gut. Hängt der gut? Ich denke schon. Der ist schon abgegangen. Was kommt der? Ja. Nee, ein Pollack. Naja. Ein Pollack. Ein Pollack. Deswegen, die Pollacks kämpfen besser. Lass mal wieder schwimmen. Guck mal, was seinen Augennerv macht, wenn er so ein bisschen im Auge getroffen ist, aber ansonsten würde ich ihn eigentlich wieder gut schneller schwimmen lassen. Ich, na, kleine. Ich will ihn eigentlich schwimmen lassen, okay. Oder? Genau. Oder ist er blinke? Hä? Aber nicht gut. Und gerade. Küsschen. Na komm. Super. Ja, gut. Schweinswale tauchten auch einmal vor unseren Nussschalen auf, gut zu erkennen an ihren schwarzen Rücken und der Größe von maximal 2 Metern. Ui, ein schöner Dorsch. Wow, der hat tolle Farbe. Wow. Wow. Wow, hat der eine tolle Farbe. Dass ich mal Anfang September in Norwegen bei 25 Grad im T-Shirt auf dem Kajak sitzen würde, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Einen Trocken- bzw. Schwimmanzug habe ich auch. Vielleicht überwinde ich mich ja und gehe im Winter zur besten Dorschzeit mit dem Kajak aus. Das war natürlich frei, mein Gott.